280 Franken. Natürlich von Gucci. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, heute gibt es wieder mal ein Wie viel ist dein Outfit wert Video und meiner Meinung nach das cringigste und schlimmste, das ich meiner ganzen Karriere als Fashion-YouTuber jemals gesehen habe. Danke, Mann! Keine Ahnung, welche Leute Mann diesmal zusammengewürfelt habt, aber in der Quarantänezeit werden anscheinend Dinge eingeschickt, die man oft auf der Straße nicht mal sehen würde. Dementsprechend, Freunde, ihr kennt mich, ich habe wie immer mal eine sehr spitze Zunge, das beachten, es ist natürlich nur meine subjektive Meinung und das Ganze soll natürlich auch unterhalten. Nichtsdestotrotz meine ich jedes Wort, das ich davon in der folgenden Reaction sage, ernst. Aber ich habe mittlerweile im Jahr 2020 auch für mich ein Jahr der persönlichen Veränderung. Es geht um dein persönliches Lebensglück und wie du das erreichst. Teilweise eine Strategie herausgefunden, um Ausrastern und weiteren Schäden in meinem Mobiliar vorzubeugen. Also genießt die Reaction aus dem Stream. Viel Spaß damit. Let's go. Wie schaut's mit Mahan aus? Ist der jetzt schon fertig mit seinem Video? Aktuelle Premiere. Mehr Dislikes als Likes? Ja, Mahan. Es tut mir eh leid für ihn. Es tut mir echt leid. Leute, liked mal ein bisschen seine Videos, ha? Huh? Lasst mal ein bisschen Support da. Der Mahan bemüht sich wirklich so sehr. Könnt ihr nicht... Tut's mir doch den Gefallen. Supportet einfach Mahan. Der macht das schon, der macht das schon. Der gibt sich echt Mühe, Leute. Dann. Ja, geht schon mal gut los. Cap, 280 Franken. Ist das der kleine Bruder von Mahan? Natürlich von Gucci. Ist von Louis Vuitton, der Taschen hier an der Seite. Gut, Rolex. 7.000 Uhr Rolex, Bruder. Hallo, mein Name ist Mahan. Willkommen zu einem neuen Video von mir heute auf meinem Channel. Ihr wisst Bescheid. Leute, heute haben wir... Hauptsache Mahan hat schon einen Play-Button und ich einfach immer noch nicht. Das Wie viel ist dein Outfit wert? Home Edition. Ihr wisst Bescheid. Ich habe viele Nachrichten von letzter Woche bekommen. Sehr, sehr viele Videos. Ist das von Givenchy, das Shirt? Und ich habe mir jetzt 4 Stück davon ausgesucht und in diesem Video reingeschnitten. Natürlich könnt ihr mir immer noch unter dieser E-Mail ein Wie viel ist dein Outfit wert senden. Und ich wollte nochmal eins klarstellen. Viele haben es vielleicht ein bisschen belächelt, warum ich im letzten Video erklärt habe, warum man quer... Ja, das war sehr witzig. Format drehen soll und nicht im Hochformat. Vor allem, wie er erklärt hat, wie man im Querformat dreht, das habe ich sehr witzig gefunden. Ich glaube, Mahan sollte einfach umschulen auf DIYs. Das würde ich sehr feiern. Ich habe trotzdem natürlich Minimum 20, 30 Videos bekommen, die im Hochformat waren. Und da habe ich mich ein bisschen gewundert. Naja, ist ja auch egal. Die sind leider nicht ins Video reingekommen, auch wenn ich den einen oder anderen da auch gerne mit einbezogen hätte. Ich würde mal sagen, wir gehen mal ganz schnell auf mein Home-Outfit. Ich würde an der Stelle sagen, wir fangen einfach mal mit meinem Outfit an. Ich trage hier eine Gucci-Cap, die hatte ich beim letzten Video auch an. Die zeige ich, Leute, weil ich brauche es nicht nochmal zu zeigen, aber ich zeige es trotzdem. Haare, braucht man nicht viel zu reden. Bald machen die Friseurs auf, dann... Die Friseure. Ziemlich ohne Cap, ihr wisst Bescheid. Das T-Shirt ist von Givenchy, das habe ich neu. Das werde ich auch demnächst in einem Fashion Pack Opening vorstellen. Dafür habe ich 450 Euro bezahlt. Ich trage hier, das wird man wahrscheinlich jetzt nicht sehen können, aber ich trage hier eine Jogginghose von Champion. Stabil. Für die habe ich, ich glaube, 20, 30 Euro bezahlt. Ist eine extrem bequeme Jogginghose und hat einen richtig geilen Schnitt. Und wenn ich jetzt draußen wäre, hätte ich diesen Schuh so angezogen. Ich hätte diesen Schuh hier angezogen. Ja, fühle ich gar nicht. Ein einfacher schwarz-weißer Air Force mit so einer Gamsole, wie auch immer. Das wird, denke ich mal, das Outfit gut abrunden. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst, wie es funktioniert. Ich würde mal sagen, wir starten direkt mit den Szenen. Grüß dich, Mahan. Hier. Ich habe es gesehen, dein Video. Österreicher. Outfit of the Day, Corona Edition. Ich habe das natürlich genutzt. Ich mache jetzt ein kurzes, wie viel ist dein Outfit oder wie viel ist mein Outfit wert eher? Wir fangen mal an mit der Cap. Ja, durchs Licht kann man jetzt nicht wirklich sehen, ob das Ton in Ton ist, aber ich glaube gerade nicht Ton in Ton. Die trage ich eigentlich nur, weil meine Haare wirklich todesbräuchig aussehen. Kennst du ja vielleicht Zeiten auf Kontostand wieder mal. Der spricht safe im Dialekt und bemüht sich jetzt Hochdeutsch zu sprechen. Das hat man total Österreicher. Spaß beiseite, einfach so eine Hard Rock Cap habe ich zu Hause gefunden. Ist nicht so spannend, kostet
keine Ahnung, 10 Euro. Dann kommen wir schon zur Jacke, eine Bomberjacke von Woolrich. Ganzen, oh, wird hier schon ein Fleck. Egal. Stabile Bomberjacke, nice. Ja, passt. Fit. Ich finde es witzig, wie er vor der Kamera sich gibt. 320. Habe ich bei Fahrtech. Was? Echt? Farfetch geholt. Farfetch natürlich für die Montana Black Fans. Und kurz, wenn ich es erwähnen darf, machen, würde mich sehr freuen. Hier blende ich es kurz ein. Mein Name auf YouTube. Ich habe letztens auf Maximilian reagiert. Auch alles rund um das Thema Mode und Lifestyle. Was? Aber ehrenlos, er hat seinen Namen nicht einblendet. Also wäre nett, wenn du das drin lässt. Gehen wir mal weiter. Scheiße, er hat es einfach ehrenlos rausgeholt. Weiter, zieh mal meine Jacke aus. Das sieht aus. Aber der hat da nirgends seinen Namen eingeblendet. Ein weißes T-Shirt ist aber das Let More Reverse T-Shirt. Aha, okay, ja, kenne ich. Sieht's. Kannst gut, sicher an. Ist schwarz? Ist schwarz? Jo. Das ist mein Let More Reverse T-Shirt, habe ich in Wien gekauft. Keine Ahnung, wie viel das kostet. 2,60, 62 Euro, denke ich. Dann hier eine Levi's Straight Leg Distress Jeans. Okay, ja. Ich fühle die Farbe nicht und ich fühle dieses Distressed gar nicht. Ich habe auch so eine Hose, würde ich niemals wieder tragen, weil, weiß ich nicht. Schuhe auch nicht so mein Fall, aber in der Kombi geht's klar. Finde ich ganz Kombi. Nice in der hellblauen Optik. Stack doch auf dem Sneaker. Da kennt du es hinzuzumachen. Die kostet nämlich, ich glaube, 120 Euro. Okay. Habe ich auch schon länger. Und dann noch meine Nike. Ja, Straight Leg, aber ich glaube, die sind fast ein bisschen zu eng. Nike Air Force One. Die Limited Edition, das wusste ich selber nicht, habe ich einfach geholt, weil die nice waren. Retail 100 Euro. Resell jetzt in der Größe 450 Euro. Ja, ich in dem Preis nehme ich den aktuellen Preis, also den Resell-Preis der Sneaker. Nehmt's wie ihr wollt. Vielen Dank, wenn du mich reinnimmst. Ich wünsche euch allen natürlich viel Erfolg und Gesundheit. Das war's von mir. Schickt mich gerne auf YouTube ab. Ich heiße MK, also meine MK. Initialien. Okay. Macht's gut, haut rein. Schau mal als nächstes. Und ciao. Jetzt zuerst mal, ich komme. Agir, Bruder von Agir, mit was haben Sie das aufgenommen? Mit einem Föhn oder was? Ich aus der Schweiz, deswegen sage ich alles in Franken und nicht in Euro. Und ja, ich würde sagen, wir fangen von unten an. Kann man runter. Das hier sind die Yeezy. Das seht ihr aber ja auch jetzt, oder? Butter, Preis. Butter nämlich, okay? Die Yeezy Butter. Jetzt im Moment bei 240 Franken. Im Moment beim Wert her. Das ist bequeme Schuhe. Wie kann man dazu ein zu enges rotes Shirt anziehen? Wie kann man nur? Der schaut auch richtig gestaucht aus. Hose, ich trage nur H&M, beste Hosen. Bitte nimmst doch eine Nummer größer. So, auf Hosen lege ich keinen Wert. 15 Franken. Mit dem Diesel-Shirt, der Gucci-Tasche, dieser Kette und diesen... Als würde irgendwo auf einer Hupfburg arbeiten und dort die 2-Euro-Münzen entgegennehmen. Etwa, ja. T-Shirt von Diesel, 45 Franken. Tasche, schon ein bisschen teurer, 500. Mit der Apple Watch. Von Gucci, wie ihr seht. Und was ist drin? Was ist drin? Wir brauchen nicht wissen, was drin ist. Einmal eine Brille. Von Ray-Ban. Um die... Mit dem Vielmann Dings. 200 bis 300 Franken etwa. Dann Portemonnaie. Auch von Gucci. Die Kette auch am... 230. Das ist, glaube ich, sogar ausverkauft. Was bei einem Flex-Video nicht fehlen darf, sind die AirPods. 130, 170 Franken.
Dann. Wieso atmet auch der Kameramann so schwer? Handy, iPhone XS. Bitte, was macht. Leute, das ist ja mal wirklich ein klassisches, wie viel ist dein Outfit wert? Also, das ist genau der Grund, warum das alles so furchtbar belächelt wird. Genau das ist ein Paradebeispiel dafür, dass sowas einfach kein Content ist. Dann Cap, 280 Franken. Natürlich von Gucci. Was haben wir noch? Ach ja, die Chain, die Kette. Edelstahl, um die 70 Franken. 70. Warum nimmt Mahan das auch rein in seinem Video? Ich habe mir gedacht, er will mehr professionellen Content schaffen. 80. Armband. Natürlich von Gucci. 25er Silber. 100. 80. 80, 100. Uhr. Die ist am A. 150. Was? Uhr, die ist am A? Uhr. Die ist am A. 150. Fitbit, Versa. Haben wir noch irgendwelche Socken? Socken, natürlich müssen die Socken auch noch dazu. Fila, keine Ahnung, von Kanten. Okay, passt, gut gefilmt. Und ich würde sagen, das war's. Ah, was habe ich noch vergessen, zwar den Gucci-Gürtel. $340, 340 Franken, ja. Und jetzt, glaube ich, war's wirklich. Ja, machen, schönen Tag und an euch auch. Erstmal Grüße an dich, Mann. Ja, ich würde die Challenge schon mit annehmen. Warum sind alle so cringe in dem Video? Zu Hause, Home Challenge, outside, wo ihr seid, hat. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass der nur Schrott zugeschickt hat, der Mann. Und das ist so das Beste, was noch mit dabei war, aber trotzdem. Es macht Spaß, Sachen zu kombinieren, wie es davor vielleicht nicht. Der Schrank einfach mal offen für den Flex, damit man da die Kartons sieht und die Stone Island Pieces. Da hinten die, das ist so ein klassischer, da hinten stehen auch die ganzen Sachen. Eieieiei, Bonzen. Bisschen Bonzen-Style. Aber jetzt momentan ist es, was ich trage, mein Lieblingsoutfit. Ja, ich finde aber die Gucci-Trainingsweste cool. Wenn ich auf die Straßen gehe, würde ich einfach bei meinen Schuhen anfangen. Das ist so ein Butos. Video safe demonetarisiert, weil im Hintergrund Musik rennt. In der Lowtop-Version in schwarz, mit Windleder. Kosten ca. 670, 700. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, habe ich vor einem Jahr in Berlin gekauft. Dann meine Hose ist nichts anderes als die Schuhe Save Louboutin oder so. Eine Zara Anzugshose. Mein T-Shirt ist von Louis Vuitton mit der Tasche hier in der. Naja, 790 oder was, oder 690? Leute, mit dem All-Over-Print, dass man aber nicht nur für eine Naherkennung sieht. Dann meine Gucci-Jacke. Sagt er nicht die Preise? Sportjacke. Finde ich, ich mache das Outfit ein bisschen chillig. Ja, ich finde das Outfit clean, aber Louboutin-Sneaker gehen halt für mich gar nicht. Passt eigentlich perfekt, wenn ich so aussehe. Ist absolut gerade mein Parrot-Outfit. Und ja, ich finde aus der Sache, was Mahan gerade macht mit dem Design, könnte man eine Challenge machen. Markiert eure Freunde, die sollen genau das gleiche machen, einsenden oder selber posten. Habt Spaß am Kombinieren und auf jeden Fall grüßt an dich. Bleibt gesund. Baron von Wittmeier. Und Spaß. Okay, jetzt kommt dann noch jedes einzelne Piece. Shirt 670, okay. Cool, aber. Shirt finde ich sehr cool. So Leute, das war's schon mit dem Video. Meiner Meinung nach hat die letzte Person, finde ich, das beste Outfit an. Ich finde. Ja, finde ich auch. Die Kombination einfach cool mit der Gucci. Aber das war der Cringe des Todes, dieses Video. Die Jacke mit dem Louis T-Shirt, schwarze Jeans, schwarze Louboutins. Ich finde das cool, das Outfit. Ihr könnt ja mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Also ich finde wirklich, das Outfit ist mega nice. Ihr wisst Bescheid, würde ich genauso tragen. Nein!
Will ich genauso tragen. Witzig. Das Outfit ist mega nice. Ihr wisst Bescheid, würde ich genauso tragen. Mann. Mega nice. Ihr wisst Bescheid, würde ich genauso tragen. ja, Leute. Das war's auch schon mit dem Video. Ihr könnt mir unter dieser E-Mail Outfits auch zusenden. Ich werde nächste Woche Freitag nochmal dieses Format hochladen. Ja, und damit verabschiede ich mich. Check mich auf Instagram nochmal. Ich hoffe, Maximilian reagiert darauf. Ehre.